Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute ein Update zu meinen Sachen, die in meiner Dusche stehen. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, was steht in meiner Dusche, und habe daraus eine Challenge gemacht und da haben auch ganz viele liebe Mädels mitgemacht und auch gezeigt, was sie in der Dusche stehen haben. Dieses Mal würde ich sagen, jeder, der Bock hat, seine Duschpflegesammlung bzw. seine Sachen zu zeigen, die er aktuell in der Dusche in Anwendung hat, der darf gerne mitmachen. Und ich würde mich freuen, weil ich finde das immer ganz interessant, was hat derjenige gerade in Anwendung, mit was ist er zufrieden, mit was ist er nicht so zufrieden, was kann er empfehlen, was kann er nicht so empfehlen, anstatt das nur in Aufgebraucht-Videos zu packen. Oder in Favoritenvideos mache ich das halt so mit dem Was steht in meiner Dusche Video. Genau. Und wir starten mit etwas, was ihr bei mir schon öfter mal gesehen habt. Und zwar diese hier. Das ist die CD Wohlfühl Intimwaschlotion. Ich bin ganz großer Fan davon, spezielle Duschlotionen zu nehmen für die private Zone der Frau. Und habe dann mit Duschgelen, gerade mit so zitrischen Duschgelen, echt schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen habe ich immer so eine Waschlotion bei mir in der Dusche stehen. Man kann sich natürlich auch nur mit Wasser reinigen, aber mir gefällt das ganz gut, da ein extra Produkt für zu haben. Hier ist nun leider Parfum drin, steht mittig. Also wer empfindlich ist oder noch empfindlicher ist als ich, ich vertrage das sehr gut. Wer noch empfindlicher ist, der sollte auf parfümfreie Waschlotion gehen. Zum Beispiel von Yessa gibt es eine. Da hatte mich eine Abonnentin darauf hingewiesen. Die soll ganz gut sein. Ich habe davon jetzt noch super viele im Backup. Ich glaube 2 oder 3 Stück. Und eine andere, aber da ist auch ein bisschen Parfum drin. Naja, auf jeden Fall, ich kann die hier empfehlen. Wer aber noch empfindlicher ist als ich, der sollte mal sich bei DM umgucken nach dem Yessa-Produkt. Genau. Dann wandern wir ein bisschen höher und kommen zu Duschgel. Da habe ich momentan von Balea das Coco Cabana Duschgel mit dieser wunderschönen brasilianischen Tänzerin drauf und den Blumen. Das war eine Limited Edition aus dem letzten Jahr. Ich habe mir davon 2 gekauft, weil ich diesen, weil der so gehypt war, der Duft. Und ich dachte mir, ich brauche unbedingt 2 davon. Eins davon ist jetzt in ein Trash-Päckchen gewandert oder in ein Trash-Wanderpaket gewandert. Kleiner Spoiler an dieser Stelle für alle, die das Trash-Päckchen noch bei der lieben Nina gucken wollen. Das wird vorkommen. Sagt's nicht. Genau, und ich finde aber den Duft gut, aber nicht so, dass ich ein Backup davon bräuchte. Ich habe so viele Duschgels gesammelt in letzter Zeit wieder. Wenn ihr eine Duschgelsammlung haben wollt, shame on me, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dann hole ich meinen ganzen Krawumms mal raus und zeige euch alle meine Duschgele. Das wird aber ein langes Video, also überlegt euch das gut, ob ihr das wollt oder nicht. Davon habe ich auch noch die Körperbutter und die finde ich auch ganz gut. Ich mag den Duft, aber super gehypt. Also ich bin nicht so hyped von dem Duft. Deswegen habe ich das jetzt gerade zum Aufbrauchen. Dann, wenn ich keine Lust auf Coco Cabana habe, nehme ich das hier von Douglas Home Spa Cita Lasso. Ich liebe Cita Lasso. Es ist so ein schöner Duft. Ich habe mich auch mit der Bodylotion vorhin eingecremt. Oh, das riecht so gut. Das ist so frisch nach Meeres, aquatisch, frisch. Ganz bisschen blumig. Es ist ein super schöner, cleaner Duft.
super schön. Ich kenne auch super viele Mädels hier auf YouTube und auf Instagram, die den auch feiern. Ich liebe den. Und das ist ein Shower Foam, also ein Duschschaum. Und ja, genau, wenn ich da Lust drauf habe, dann nehme ich den. Absoluter Favorit. Aber da ist so wenig drin, deswegen gönne ich mir den nicht so oft. Dann habe ich noch von Isana 2-in-1 Duschschaum und Bodylotion Brazil Feeling. Dieses hier. Das war eine Limited Edition, die ist jetzt noch gar nicht so alt. Also vielleicht findet ihr die noch in eurem Rossmann. Das ist mit Kokuinusöl und Shea Butter ohne SLES. SLES sind, glaube ich, waschaktive Substanzen, die nicht so gut sind für die Haut, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Berufsschule ist schon ein bisschen was her. Finde ich gut. Benutze ich an den Armen und an den Beinen, weil ich mich an den Beinen so selten eincreme, dachte ich mir, ist das eine ganz gute Idee, mal sowas zu benutzen, weil das eben so ein Indusch Bodylotion-mäßiges Gedöns sein soll. Ist auch nicht fettig oder so, kommt als Schaum raus, also als Gel und dann wird es schaumig und hinterlässt ein ganz schönes Hautgefühl. Ja, finde ich gut. Mag ich gerne. Der Duft ist so tropisch, Kokos und ein bisschen fruchtig, also lecker. Mag ich gerne leiden. Dann habe ich ein Duschpeeling in der Dusche stehen. Those Lemonade Days von Tracalmoon. Das ist ein Körperpeeling. Habe ich schon gesagt, ne? Ich wiederhole mich. Ihr seht, ich habe noch nicht so viel davon benutzt. Ich benutze das, wenn dann, nur so an den Armen und an den Ellbogen. Weil ich da manchmal so ein bisschen Probleme mit trockener Haut habe. Also am Oberarm so ein bisschen und an den Ellbogen und hier so. Und das benutze ich aber nicht regelmäßig. Herr Muffin benutzt das auch mit, aber auch nicht so regelmäßig. Deswegen hält so ein Duschpeeling bei uns immer ewig und 3 Tage. Und ihr habt ja in dem Aufgebraucht-Video gesehen, ich habe das ausgetauscht, das alte, weil das schon so uralt war. Und dieses hier, mal gucken, wie zügig das aufgebraucht wird. Vom Duft her, zitrisch, aber nicht Chlorreiniger-zitrisch. So ein bisschen wie Zitronenkuchen. Und von der Peeling-Wirkung her mittel. Also nicht zu doll, aber auch nicht zu wenig. Macht ein schönes Hautgefühl. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das ist auch schon ein bisschen älter. Aber falls es das noch gibt, kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Dann kommen wir zum Gesicht. In der Dusche benutze ich gerne Balea Reinigungsschaum. Den kennt ihr vielleicht von früher noch von mir. Den habe ich ja eine Zeit lang super, super gehypt. Den finde ich immer noch sehr gut. Ich glaube, die haben mittlerweile die Verpackung geändert. Das hier ist jetzt der zarte Reinigungsschaum mit Aloe Vera für normale und Mischhaut. Ich habe ja normale bis eher trockene Haut, aber trotzdem finde ich den ganz gut. Der macht einen fluffigen Schaum, der kommt gut raus, kann man gut aufbrauchen, ist auch schon eine Menge raus, also 2/3. Und den brauche ich jetzt auf. Ja, finde ich gut. Dann habe ich ein Peeling gesucht fürs Gesicht. Ich hatte ja das von Sukin aufgebraucht. Und das roch ja so ein bisschen nach Sauna. Das fand ich echt gut. Ich brauchte aber ein neues. Hatte dann eins, worauf ich reagiert habe von BB. Das benutzt jetzt Herr Muffin. Ich sah aus wie ein Krebs. Mein ganzes Gesicht war knallrot und hat gebrannt. Ich scheine da doch auf einige Stoffe ein bisschen zu reagieren. Dieses hier habe ich dann bei Rossmann gefunden. Das Isana oder die Isana sanfte Peeling Creme. Das ist wirklich eine cremige Konsistenz und da sind so kleine, ich glaube, Aprikosenkernstückchen drin. Nein, Bambus. Natürliche Peelingkörner aus Bambus. Genau.
mit Mandel- und Sesamöl bewahren den natürlichen Säureschutzmantel der Haut und schützen vor dem Austrocknen. Genau, für trockene und sensible Haut ohne Mikroplastik. Das vertrage ich gut. Das mache ich so einmal die Woche oder alle 2 Wochen mal, je nachdem, wie meine Haut so ist. Und das verteile ich dann im Gesicht, nicht auf den Augen, nur im Gesicht und auf dem Dekolleté. Und das finde ich ganz gut. Also, ja, peelt, aber nicht zu doll. Man reagiert oder ich reagiere nicht drauf. Finde ich gut, kann ich empfehlen. Und nun kommen wir zu den Haaren. Meine Favorites. Ja, meine Haar-Favorites. Habe ich. Ich habe lange keine Haarprodukte mehr in die Kamera gehalten, außer im Aufgebraucht-Video. Aber jetzt ist es mal wieder soweit. Mein Holy Grail momentan. Ich habe momentan leider Probleme mit schuppiger Kopfhaut und also schuppiger und juckender, trockener Kopfhaut. Und da hilft mir dieses Shampoo sehr. Das ist das Maria Nila Heal Shampoo. Und das ist 100% vegan und cruelty-free. Dandruff Relief und Hair Growth, also Schuppen befreiend und Haarwachstum aktivierend, Sulfat- und Parabenfrei mit Farbschutzkomplex und produziert in Schweden. Da ist jetzt noch ungefähr so viel drin. Ich habe aber schon Backup. Das darf mir nicht leer gehen, solange ich Probleme habe mit der Kopfhaut. Normalerweise habe ich diese Kopfhautprobleme nur im Winter. Wenn es wärmer wird, wird das auch besser mit der Kopfhaut. Ich wasche zweimal die Woche die Haare. Das reicht eigentlich. Und ja, das Shampoo ist gut schäumend. Ich wasche dann immer zweimal, damit es auch richtig sauber wird. Schäumt gut, hat so einen leicht cremigen Duft. Cremig und ganz bisschen fruchtig, also super lecker. Und ja, falls ihr ein Shampoo sucht für trockene Kopfhaut mit Schuppenneigung und was zu Juckreiz neigt, kann ich euch das nur empfehlen. Das ist zwar ein bisschen teurer, man kann es beim Friseur kaufen, man kann es auch im Internet kaufen, die Preise tun sich da nicht viel. Ich würde euch empfehlen, ein bisschen zu stöbern. Zum Beispiel bei Flaconi gibt es öfter mal Rabatte. Und auch gute Rabatte. Ich habe jetzt mein Backup mit 30% gekauft, weil das hier kostet 24 € das Shampoo mit 350 ml. Das ist eine Hausnummer. Das muss man sich überlegen, ob man das ausgeben möchte. Aber wenn man ein Problem hat mit seinen Haaren oder mit seiner Kopfhaut, dann empfehle ich immer, was zu nehmen, was ein bisschen mehr Wirkstoff hat, beziehungsweise was speziell für diese Bedürfnisse abgestimmt ist. Und das kennt man ja auch aus der Hautpflege, dass man für Spezialprodukte einfach ein bisschen mehr bezahlen muss. Und so ist es auch mit Haarprodukten. Ich kann das nur empfehlen. Ich hatte auch das Repair Shampoo, fand ich auch super. Aber für meine Kopfhaut ist das einfach mein Holy Grail momentan. Kann ich nur empfehlen. Dazu passend habe ich natürlich auch die Spülung. Die muss man jetzt nicht unbedingt haben. Ich finde die ganz gut, aber für den Preis könnte sie noch ein bisschen mehr machen. Also meine Haare sind gut gepflegt damit. Sie lassen sich gut kämmen. Das Produkt lässt sich gut verteilen, ist nicht zu flüssig. Das ist jetzt der Structure Repair. Jetzt habe ich das Shampoo in der Hand. Ich meine den Conditioner. Naja, auf jeden Fall, so sieht das grün. In grün ist die Verpackung vom Repair. Davon habe ich auch den Conditioner und halt dieses Shampoo im Backup. Das nehme ich dann, wenn meine Kopfhaut wieder in Ordnung ist. Wie gesagt, der Conditioner ist auch teuer, ist kein Muss. Also da würde ich sagen, da kann ein Schwarzkopf Professional Conditioner oder ein TG Conditioner oder ein Wella Conditioner oder woher auch immer ihr eure Haarpflege bezieht, kann da auch mithalten. Da habe ich jetzt nicht so den Rieseneffekt gemerkt.
Aber das, was ich habe, brauche ich noch auf. Und ja, den Conditioner habe ich auch aufgebraucht. Den seht ihr dann im Aufgebraucht-Video nochmal. Aber wie gesagt, die Shampoos kann ich 100% empfehlen. Conditioner muss man sich überlegen, ist aber kein Muss. Was mein absoluter Holy Grail ist, ist diese Haarmaske hier. Ich liebe diese Haarmaske. Das ist von TG. Bad Head, die Urban Antidots Maske in der Stärke 3. Und das ist für Friedhofshaare eigentlich. Also für blondierte, extrem gefärbte, geschädigte, splissige, schwache, kaputt gemachte Haare durch Hitze, durch Beanspruchung oder durch Chemie. Die ist echt reichhaltig. Also es gibt Stufe 1, die ist für normale Haare, feine und normale Haare, Stufe 2 für normale bis trockene und Stufe 3 eben für kaputt gemachte Haare. Hier in der Spitze könnt ihr vielleicht noch ein bisschen erkennen, ist noch ein bisschen von dem Pink, Rot. Ist wenig, ist ganz wenig nur noch, aber hier unten habe ich noch manchmal Probleme mit dem Durchkämmen. Und der Rest ist ja meine Natur. Und trotzdem finde ich die immer noch super. Ich habe normale Haare, keine besonders dicken Haare, keine besonders dünnen Haare. Für dünne Haare würde ich die nicht empfehlen, für dicke Haare ja, weil die halt echt reichhaltig ist. Aber die pflegt so schön geschmeidig, wenn ich die benutze. Ich kann ohne zusätzlichen Leave-in-Conditioner oder Öl durch meine Haare kämmen, ohne Ziepen, ohne alles. Das ist so eine weiße Cremekur. Den Duft muss man mögen. Ist schon sehr süß, Kaugummi. Wie ein Friseur-Kaugummi, würde ich sagen. Also Friseur, Marke, Kaugummi, süß. Ja, eher fruchtig. Das muss man mögen, aber die Kuren sind einfach super, alle drei. Also die Nummer 1 ist super, die Nummer 2 ist super und die Nummer 3 ist halt mein Favorite. Die sind auch relativ erschwinglich im Internet, die Kuren. Ich habe mir jetzt von Schwarzkopf Professional die Repair-Kur nachgekauft. Wenn die leer ist, werde ich die andere dann benutzen. Aber ich werde immer wieder zurückkommen auf diese Urban Antidots-Kur, weil die mir einfach super gefällt. Ich meine, die kostet im Internet um die 10 bis 15 Euro für einen Pot mit 200 Gramm. Und eine Maske sollte man oder ein Treatment sollte man so alle 5 Haarwäschen machen. Wenn man ein gutes Treatment hat, dann hält die Pflegewirkung so 5 Haarwäschen. Also mache ich die Kur so zweimal im Monat ungefähr. Das reicht völlig aus. Und dann hält der Pot auch ziemlich lange. Am besten vom Kinn abwärts in die Haare einmassieren. Wenn man kürzere Haare hat, in die Spitzen kneten. 10 Minuten einwirken lassen, 10 bis 15 Minuten. Man kann auch nur 5 machen, je nachdem, wie viel Pflegewirkung man haben will. Man kann es auch eine halbe Stunde, Stunde drauf lassen. Ich, wie gesagt, lasse es so 10 Minuten ungefähr drauf und spüle es dann aus und bin super happy damit. Jo, das war Was steht in meiner Dusche mit Favoriten-Video. Ich hoffe, es waren hilfreiche Sachen für euch dabei oder ein paar Anregungen oder ja, vielleicht habt ihr einfach nur die Zeit totgeschlagen mit meinem Video. Whatever. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gönnt euch Me-Time, wenn ihr könnt. Bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon ganz doll. Tschüssi!